spielen in der Entwicklung von Allergien, Asthma, Schlafprobleme, Migräne und so weiter und so weiter. Ich bin nicht der Einzige, der das sagt. Die Wissenschaft weiß es. Aber die Werbung ist immer stärker. So, wenn wir jetzt hier diesen schönen gedeckten Tisch betrachten, was bleibt dann übrig? Das Radieschen können wir essen, den Salat, das Brot und die Tomate und der Rest ist ungenießbar. Also es tut mir leid, dass ich solche Dinge hier sagen musste, aber überlegt mal. Und wenn es logisch ist und es macht Sinn, dann gebrauch einen Ersatz. Es ist ja kein Problem heutzutage. Im Supermarkt gibt es Sojamilch, im Supermarkt gibt es sogar, ich weiß nicht, ob es bei euch gibt, aber bei uns gibt es Joghurt, der von Soja gemacht wird. Wieso nicht? Der schmeckt das Gleiche. Nummer zwei hat keine Caseine. Nummer drei hat keine Galaktose. Nummer vier hat kein Cholesterin, oxidierten Cholesterin. Es ist doch logisch, dass man das gebraucht, eher ist das andere, ja oder nein? Wenn man den gleichen Geschmack und alles somit haben kann. Schokolade und alle diese Produkte, Milch-Zucker-Kombination, die schlimmste Kombination von allem. Cholesterin geht hoch, Triglyceride gehen hoch. Und dann hat man noch Koffein auch noch dabei, eigentlich Theobromide, aber so nebenbei gesagt. Wieso nicht das Problem lösen mit Sojamilch und Karo? Dann hat man das Gleiche und schmeckt auch genauso gut und das Problem ist gelöst. Also nicht verzagen, ändern. Danke.